Spotten heißt dann so, ja, du schaust eigentlich nach was Ausschau, so ein bisschen, Ja, ne? ja, ja. So, jeder schaut natürlich nach was anderem Ausschau und er schaut, er schaut aus nach, nach den finnischen Wege der Spieler. 180. Moinsen, grüß dich, Lukas. Willkommen zurück im neuen Ich hasse, My Dad wenn Pod mich jemand Podcast. so nennt, aber gut. Der Lukas mit Doppel-G. Hasse ich. Ach Quatsch. Über was sprechen wir denn heute? Über den Caller mit Doppel-G und den Schreiber mit Doppel-B. Nee, über den Caller und den Schreiber und über so manche andere Positionen, die man eher hinter den Kulissen sieht. Oder gut, der Caller und Schreiber natürlich auch vor den Kulissen, aber auch andere Positionen bei der PDC, die man halt so ja, nicht in der ersten Linie sieht, nicht an der Front stehen, aber denen trotzdem mal ein bisschen auch Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte von uns auch. Genau, einfach mal ein Props von unserer Seite. Wir Auch zum widmen, Beispiel an den Spotter genau, wir widmen den ganzen und an Akteuren wen auch neben dem immer. Dartsboard, widmen wir heute unsere Podcast-Episode und natürlich für euch, damit ihr auch mal erfahrt, Was gibt's da? was gibt's da, was sind die genauen Aufgaben zum Beispiel von einem Stage Manager, vom Tournament Director. Viele kennen da zum Beispiel John McDonald. Gibt doch nur einen. Genau, gibt. Also, ihr kennt auch keinen anderen, das wäre komisch. Ja. Aber den Master of Ceremonies meinst du natürlich. Genau. Klar, Den Master Master of of Ceremonies gibt es Ceremonies. nur einen, das ist nämlich auch John McDonald, da hast du dich gerade Genau, vertan. Tournament Tournament Director ist Director. was anderes, deswegen da Da, komme ich gleich zu. genau. Weil ich meine, müssen wir ja selbst mal wissen, was es ist, nicht, dass wir falsche Informationen verbreiten. Nee, Spaß beiseite, aber genau, Master of Ceremonies meintest du gerade. Genau. Also, es gibt verschiedene, mehr als man denkt, auf jeden Es Fall, gibt oder? verschiedene Positionen, verschiedene Rollen. Vielleicht, ich kann euch da ja schon mal In so einem kurz. Unternehmen auch so ein bisschen. Es gibt ja auch im Unternehmen immer Leute, gibt es ja verschiedene Aufgabenbereiche. Und die Genau. PDC ist ja eigentlich wie so ein Unternehmen auch schon mittlerweile. Klar. Und dementsprechend sind da Genau, die einige Sachen. PDC ist ja eine private Institution und da gibt es halt verschiedene Aufgaben und wir betrachten jetzt einfach mal die wichtigsten, die man auch so als Darts-Fan, sage ich mal, mitbekommt, wobei manche auch so ein bisschen im Hintergrund agieren und da werden wir gleich durchgehen. Ich kann euch ja schon mal so ein bisschen die verschiedenen Rollen vorlesen und dann werden wir gleich im Detail die verschiedenen Aufgaben besprechen. So, da gibt es als erstes, wie schon eben erwähnt, den Tournament Director. Dann gibt es klassischerweise den Darts Caller, wer kennt ihn nicht? Dann gibt es den Master of Ceremonies, den Stage Manager, den Spotter und den Schreiber. Und dann besprechen wir ganz am Ende noch vielleicht so ein paar Rollen, die potenziell zumindest in der Zukunft noch dazukommen könnten, Auf unserer Sicht. wo die PDC auch schon ein paar Überlegungen angestellt hat. Okay. Genau, aber das kommt Am ganz zum Ende. Schluss, deswegen bleibt schön dran, stellt die Lauscher auf und jetzt starten wir direkt mal mit dem Tournament Director. Genau, ich wollte noch sagen, es gibt vermutlich bei der PDC auch noch weitere Rollen, aber die sind dann so klein, dass wir da nicht drauf eingehen wollen, wie zum Beispiel den Buchhalter Ja. oder den Fotografen, wobei Ja, Lawrence Lawrence Lustig, Lustig, ganz kurz außerhalb guter der Freund von Reihe, uns. guter Freund, guter Bekannte, Familienfreund. Kommen wir wieder zu Weihnachten vorbei. Nee, Das waren Spaß. Fake News. Das waren wirklich Fake News. Aber der ist zum Beispiel der PDC-Fotograf. Da gibt es auch einen offiziellen PDC-Fotograf, den ja, vorneweg kurz gestellt, der Tim ist gerade nicht aufgezählt. Genau, der ist Lawrence Lustig. Der macht die ganzen Bilder für die PDC. Und der ist da auch fest angestellt, weil der muss da auch jede Woche reisen. Also der hat auch einen stressigen, also was heißt stressig, weiß ich jetzt nicht, aber schon einen Job, wo ein Fulltime-Job damit. Genau. Genau, aber jetzt mal zurück zu den, jetzt, die bei dem Event dabei sind, sage ich jetzt mal, die sozusagen notwendig sind. Ich meine, der Fotograf. Die Dartspieler würden, Michael van Gerwen wird auch ohne den Fotografen 180 werfen, so mal, nehme ich mal von Ja. an. Aber ohne Caller wäre schon, oder ohne Schreiber zumindest, dann müsste alles noch selbst aufschreiben, das wäre ein bisschen abgefuckt. Deswegen, zu den wichtigen jetzt, also Tournament Director, das Genau. ist der Das ist quasi der Oberbabo. Das ist der Das Oberbabo ist des Darts. Ne. der letztendlich bei einem PDC-Event die komplette Verantwortung trägt. Du bist Zum der Beispiel, Veranstalter dann auf genau, Deutsch, der ne? ist quasi der Veranstalter. Bei der PDC Europe ist es der Werner von Moltke, der gleichzeitig ja auch als Geschäftsführer bei der PDC Europe Ganz kurze fungiert. Frage, was ist die Unterschiede zwischen PDC Europe und PDC für alle, die es nicht wissen? Also ich weiß es, aber. Ja, gut, die PDC ist quasi der Dachverband, beziehungsweise das Mutterunternehmen.
Und die PDC Europe ist quasi ein Tochterunternehmen, das ist ein Tochterunternehmen, die für die ganzen Turniere auf europäischem Boden sozusagen zuständig sind. Genau, also die PDC Europe hat eigentlich angefangen in Deutschland die Turniere, also der Werner von Moltke ist der Geschäftsführer der PDC Europe, wie der Tim erklärt hatte, und die haben sozusagen die Rechte der PDC für den deutschsprachigen Markt erstmal gesichert, mittlerweile für ganz Europa, also das heißt zum Beispiel die Austragung von der PDC Europe in Gibraltar zum Beispiel, das Turnier, oder auch jetzt in Prag war ja eins, in Wien, in Österreich, jetzt in Kopenhagen waren auch Turniere, auch in Holland, die werden alle von der PDC Europe veranstaltet. Genau, und was ich mal sagen wollte, damit hier keine Fake News entstehen, das ist, glaube ich, kein Mutter- und Tochterunternehmen, wie jetzt in so einer Rewe, in irgendwelchen Gruppen hier in Deutschland, sondern das ist ein getrenntes Unternehmen voneinander. PDC Europe sozusagen hat die Rechte halt für diesen Raum sich damals besorgt, sozusagen. Ja, deswegen ist es ja quasi auch... Aber es ist kein, aber die gehören nicht dazu. Also naja, aber, der Werner von Moltke zahlt safe irgendwelche Beiträge. Ja, auf jeden Fall, ja klar, diese Lizenzen. Aber ich meinte jetzt nicht so, weil wir jetzt hier gerade in Reihen der, wie heißt das nochmal, was ist Wir sind jetzt keine Gesellschaftsanwälte. Nee, ich wollte schon sagen, nicht, dass da jemand meckert. Aber also die sind schon getrennt voneinander strikt. Genau, aber so kann man sich's ungefähr vorstellen, dass die halt... Wenn der Barry Hearn zum Beispiel was sagt, dann muss der Werner von Moltke gehorchen und nicht andersrum. Ja, so. Ja. Genau. Und genau, Werner von Moltke, glaube ich, kennt auch jeder von euch. Der ist ja auch manchmal bei Sport1 als Experte zum Teil am Start. Oder man sieht ihn auch öfters mal bei irgendwelchen European Tour Events. Aber er ist auf der Bühne mal mit Elmar Paulke, aber auch... eher hinten dran ist der. Eher hinten dran, genau. Der bewegt sich sozusagen hinter dem Vorhang. Genau, aber wenn aber bei dem Event zum Beispiel PDC Europe, wenn jetzt zum Beispiel in Saarbrücken, keine Ahnung, die Bühne einstürzen würde, dann muss er dafür haften und fungieren, oder was heißt haften, aber muss er dafür die Verantwortung tragen, oder falls irgendwas passiert, falls irgendwelche Massenschlägereien sind, irgendwas, alles, was halt vorfällt sozusagen, er ist der zuständige Typ, der zuständige Tournament Director in dem Fall, und der muss sozusagen schauen, dass es einfach abläuft alles. Genau, und der kann ja theoretisch auch ein Turnier einfach absagen, abbrechen. Das steht allein in seiner Gewalt. Genau. Wer ist dann bei der PDC? Ist es dann der Barry Hearns? Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube nicht, dass er sich die Ehre da gibt. Er ist ja dann eher so, hat so eine Präsidentenrolle bei der PDC. Weiß ich jetzt nicht, müsste ich jetzt nochmal extra recherchieren, aber für uns sind die PDC-Events ja, sag ich mal, eher noch... In Deutschland zumindest. Genau. Genau, gehen wir weiter zum Darts-Caller. Der Darts-Caller, ich glaube... Ja, wenige können sich ein offizielles PDC-Event mit Fans ohne Caller nicht vorstellen. Also ist eigentlich noch so der bekannteste von allen Positionen, muss man eigentlich sagen. Genau, Darts Caller ist, sag ich mal, auch irgendwie ein Gesicht. Man hat ein Gesicht dazu. Deswegen, ich sag ja, das ist sozusagen der wichtigste, was heißt wichtigste nicht, also wichtigste auch, aber der von den neben den Dartspielern noch der bekannteste ist, sagen wir es mal so. Genau, und wer meine grandiosen Caller Talente schon entdeckt hat, der kann sich vielleicht den Jingle einfach nochmal anhören. Also, da habe ich ja auch brilliert quasi mit meinem 180. Oh Gott. Klingt komisch. Nee, Quatsch. Wer da natürlich an allererster Stelle oder welcher Name da als erstes immer fällt, ist... Mit einer tiefen Stimme. Ja, Russ Bray mit seiner Reibeisenstimme. Den kennt eigentlich jeder. Ich meine, weißt du, wie der zum dazugekommen ist? Also der sieht aus wie ein Türsteher, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie er da dazugekommen ist, aber ich würde mal fast tippen, dass der vorher irgendwie mal Türsteher in irgendeinem Bums-Club war. Also der Phil Taylor hat mal gezockt in der Kneipe. Ich habe aber selbst gezockt, der war auf jeden Fall in dieser Kneipe. Und da war auch so ein Turnier. Und auf jeden Fall hat dann der Russ Bray war auch in dieser Kneipe und haben die irgendwie da drüben Darts gezockt und manche wussten nicht, was die geworfen haben. Und dann sollte er erst halt so rüberschreien. Mhm. Also, Quatsch. Ja doch, und dann haben die, dann hat er da hier 180 mit einer kranken Stimme drüber geschrien. Und dann sagt so hat er bestimmt nicht gebrüllt. Und dann fängt an, Sheffield Taylor halt überlegt so, das musst du auf die Bühne auch bringen. Ja. Und genau diesen Typen, der hat ja perfekte Stimme dazu. Und so wurde er dann hauptberuflich Caller. Ja, ach witzig, habe ich noch gar nicht gehört, die Anekdote. Also in der Kneipe. Okay. Ich weiß nicht, ob du so nicht gehört hast. Nee, also ich habe sie... Also wirklich, das ist jetzt nicht gelogen. Sicher noch nicht gehört. Genau. Und jetzt, wenn man sich dann vielleicht einmal mal die Aufgaben anguckt von so einem Darts-Caller, der ist ja quasi ein Schiedsrichter. Ist ja nicht nur das Schreien, das muss man ganz kurz sagen. Es ist nicht nur das 180 Schreien, sondern auch mal das Kopfrechnen dazu. Also das kann auch nicht jeder Vollidiot machen. Ja. Und auch, dass er sozusagen der Schiedsrichter ist. Genau, also er sagt, ruft und zählt quasi.
Also ja, wenn sagt die, und ruft sie das selber. Ja, also genau. Also wenn jetzt die Spieler auf der Bühne stehen und ihre Pfeile werfen, dann rechnet er halt die Punkte zusammen, sagt sie an und muss halt aber auch ein bisschen auf das Verhalten der Spieler achten. Also das heißt, so ein Caller kann auch zum Beispiel bei einer Schieberei da vor Ort mal dazwischen gehen, Schlägerei. Zum Beispiel, als hier Gary Anderson und Gerwin Price mal auf der PDC-Bühne aneinander geraten sind, da war es theoretisch auch in seiner Verantwortung, dass er da mal die Wogen glättet. Oder das Publikum zum Beispiel mal ermahnt, dass die mal ein bisschen leiser sein oder keine Ahnung, weniger Buhrufe machen sollen, falls es asozial wird. Zum Beispiel. Ja. Und, aber interessant, so. Das heißt, es sind mehr als, wie gesagt, nur das dumm rumschreien war auf gut Deutsch. Ja. Genau. Ich habe auch noch eine weitere Anekdote. Ich bin ja eh der Meister der Anekdoten, habe ich schon gehört. Und absolute geschrieben. Fake News wieder. Wurde uns hier schon öfters geschrieben auf Instagram. Und es gab mal vor einigen Jahren so einen Vorfall, sagen wir mal Vorfall. Und zwar hat da ein PDC-Spieler, der Ryan Searle, glaube ich, ausgesprochen. Searle, ja. Hat da ganz knapp an der Doppel 10 vorbeigeworfen und hat sozusagen das Deck nicht gewonnen. Der Caller damals sah aber den Pfeil jedoch im Board, das passiert auch manchmal, mir auch von der Seite sieht man es wahrscheinlich nicht so gut, wenn es wirklich ganz knapp ist, und hat sozusagen das Leck dann zugunsten von dem Typen gecallt, halt hat gesagt, ja, er hat das Ding gewonnen, halt das Leck, und der Searle, der ging dann zum Board und zog den Pfeil einfach raus, aber er wusste, dass er nicht drin gesteckt hat, also er hat es schon gesehen, aber er hat ihn einfach rausgezogen und hat dann so getan, als ob nichts passiert ist, und hat sich halt dieses Leck sozusagen geschnappt. Ne? Er hätte ja auch fair sagen können, hier, Digga, du hast hier falsch gezählt. Das Ding ist nicht drin. Genau, aber war nicht so fair. Und genau, dann aber damals, also es war ein Spiel vor TV-Kameras, das war sein Problem, hat er vielleicht nicht dran gedacht. Und deswegen wurde er in den Folgejahren dann immer wieder als Betrüger dargestellt und so weiter und hatte auch lange mit diesem negativen Image zu kämpfen. Eigentlich ist es auch nicht seine Schuld, so wirklich krass, klar, wenn er faire wäre und so weiter, aber die Schuld ist beim Caller, der hat den Fehler gemacht. Genau. Und deswegen sieht man daran, dass ein Caller eine große Macht hat, sage ich mal, und am Ende das, was er halt sagt, zählt. Genau, der Schreiber muss sozusagen ihm gehorchen, genau, Untertan. Genau, ich weiß nicht, ob da, ich weiß halt nicht, ob die sich da auch Bock haben, da rumzudiskutieren auf der Bühne, bei den 45 Grad, die da oben herrschen, aber es kann auch sein, dass ich weiß nicht, dass schon mal ein Fehler passiert ist und dann ein Schreiber unter Hand gesagt hat, hier, -1. Weil manchmal gibt es ja schon dann Verbesserung, die sich selbst noch merken. Ja. Oder vielleicht hat ihn auch jemand was zugerufen. Ja. Die haben mittlerweile vielleicht auch Knöpfe im Ohr, das weiß man jetzt ja alles nicht heutzutage. Das wickelt sich ja ständig weiter. Ja. Aber was damit sagen will, ist, dass der Caller halt das Gewicht des Callers sozusagen oberste Priorität hat. Was mir gerade einfällt, ist eigentlich, dass der Caller dann ja auch eigentlich so mit der ist, den man bestechen müsste. Wenn man richtig Geld machen will, wenn du da zählst. Wie die Schiris beim Fußball. Ja, ja, genau. Das ist der, wo du bestechen kannst. Du sagen kannst, hier, steck dir mal einen Zehner dazu. Kriegst du 10 Millionen. Ja, 10 Millionen in den Van Gerven-Häuser, egal wie. Ja, gut, aber dann hast du halt, also sagst du. Ja, aber da, damit ruinierst du. 180. Nee, illegal übergetreten. Sowas musst du halt damit dann machen. Damit ruinierst du dann halt deinen Ruf, ne? Ja, wenn du hast 10 Millionen Euro auf dem Konto. Ja, gut. Klar. Ja, nee, aber Spaß beiseite. Aber ich glaube, der Call ist dann wirklich da die Schwachstelle, habe ich gerade gemerkt. Wobei es fällt halt deutlich mehr auf als beim Fußball. Ja, gut, wenn du sagst, deine Sachen wie übergetreten. Nein, es fällt schon krass auf. Ja, es fällt sehr. Ja, die haben was heißt übertreten. Guck mal, der Typ steht ja da an dem Oki. Das ist ja das erhöhte Oki. Vielleicht da drüber gefallen. Hat einen Gegner provoziert, was weiß ich. Stand nicht mit beiden Füßen am Boden. Ja, irgendwelche Sachen. Irgendwie kannst du was sagen. Irgendwie Wind war da, muss wiederholt werden, der Wurf, bis es 26 ist. Ja. Ich weiß ja nicht. Okay. Aber gut, vielleicht sollte man dann noch als letztes... Geld, wir wollen noch mal hier über das Gehalt reden. Nee, weil ich meinst, was hat er für ein Auto in der Garage stehen? Wegen 10 Millionen habe ich mich gerade gefragt, braucht er überhaupt die 10 Millionen? Ja. Ich sag mal so, ja, er bräuchte schon, glaube ich. Aber trotzdem ist das Gehalt auch dementsprechend ganz gut, sodass er es auch hauptberuflich machen kann und da fest angestellt ist bei der PDC. Also ist dann eigentlich ein ganz entspannter Job, so, weil unter der Woche hast du nichts zu tun. Ja. Bei der WM wechselst du dich ab auch noch, also musst du nicht mehr 2 Wochen ein Stück arbeiten, immer nur abends, klingt eigentlich nach Spaß. Und jetzt kannst du vielleicht... Aber also Gehälter, sage ich einfach mal hauptberuflich, ganz normal Durchschnitt, kann man 60.000. Ja. 60.000 brutto. Jetzt hat uns hier gerade einer bei Twitter geschrieben, der 60.000. meinte, warum es immer vorkommt, dass die Caller auch teilweise untereinander wechseln, bei der Darts-WM zum Beispiel. Vielleicht gerade anstrengend ist. Ja? Ja, weil es fucking anstrengend ist. Genau. Ey du, schreit da mal, also ich kenne das auch, wenn ich hier im Podcast eine Stunde durch erzähle, danach muss ich erstmal eine halbe Stunde in die stabile Seitenlage kleine Reanimation, weil das ist anstrengend zu reden lange Zeit und also, die schreien. Ja, also Fabi, danke für den Kommentar, jetzt weißt du Bescheid. Ja,
Fabi, hast du gut gemacht. So, gehen wir weiter zum Master of Ceremonies beim Darts. Das ist jetzt der John McDonald. Der Johnny ist jetzt Alter, da. Alter, McDonald. Den treffen wir übrigens am Januar, by the way. Ja, der stimmt. Ist auch am Januar in Berlin bei der Darts-Show. Das ist eine Darts-Exhibition, die findet im Hofbräu Berlin statt. Da muss ich hier gerade mal ein bisschen Werbung machen. Ich habe hier auch gerade den Flyer liegen. Und es werden da sein Rob Cross, Gerwin Price, Christo Reyes, Darius Labanauskas, Rusty Jack Rodriguez, Paul Nicholson, John McDonald als Caller wird dabei sein, hier sag ich schon, Master of Ceremonies. Und als Caller werden Paul Hinks und You Wear dabei sein. Den kenne ich gleich. Tickets gibt's ab 19,90 Euro. Lohnt sich in jedem Fall. Ihr müsst da unter msm-musik.de hingehen. Schreibt noch vielleicht dazu, dass ihr das über den MyDartFall-Podcast herausgefunden habt. Dafür gibt es ein extra gratis Getränk. Genau, und dann, ihr könnt uns dann auch vor Ort am Stand treffen. Wir werden dort vor Ort sein mit einem eigenen Stand. Könnt ihr auch gerne ein paar Fotos zusammen machen. Und ansonsten wird es eine massiv geile Party und wir freuen uns auf euch. Und genau, jetzt kommen wir zum John McDonald. Den habe ich nämlich tatsächlich auch dieses Jahr schon bei der Premier League in Berlin getroffen. Da wollte er allerdings nicht so viel mit mir reden, weil er, glaube ich, ziemlich im Stress war. John McDonald, der McDonald ist ein geiler Name. John McDonald, das ist richtig geiler Name. Mit McDonald's zu tun. Aber jetzt sag du doch mal, was hat er denn überhaupt für einen Job, außer gut auszusehen? Fast nicht, ja, hast fast auf den Punkt getroffen, gut aussehen. Mhm. Also, gut aussehen zum einen und zum anderen halt, der ist halt der Typ, der vor dem Spiel da rumsteht und dann, wenn es losgeht, auf die Bühne geht und dann halt mit einer ganz geilen Ansage immer die Zuschauer begrüßt und dann ein paar Sachen kurz über das Event erzählt. Und dann halt auch in die TV-Kameras lacht und so ein bisschen da so ein bisschen Show macht, sage ich mal auf gut Deutsch. Mhm. Und dann, so ein bisschen der Moderator ist. Mhm. Aber ich sag mal so, er hat nicht so viel, also er moderiert jetzt nicht so viel wie in einer klassischen Fernsehshow, wenn man jetzt mal vergleicht. Ja. Ich mir jetzt hier Jogo und Klaas von ProSieben angucke, wenn die was moderieren oder hier, da moderieren die ja schon viel. Er ist dann schon am Anfang da, am Ende. Ja. Und zwischen den Spielen halt führt er die Zuschauer sozusagen so ein bisschen durch die ganze Session. Ja. Genau, in Deutschland macht das halt öfters auch Elmar Paulke bei den PDC Europe Events sozusagen. Da macht es sich immer der McDonald's. McDonald's. Der McDonald's, so ein geiler Name. Manchmal macht er auch Interviews nach den Spielen. Mittlerweile wird das aber auch öfters von so einer Frau gemacht in England. Ich weiß nicht ihren Namen. Ich habe sie auf Instagram gefolgt. Sieht ziemlich gut aus, genau. Ja, ja. Ich weiß den Namen leider nicht. Also das macht er jetzt auch nicht mehr so oft. Also das ist schon in meinen Augen ein sehr lässiger Job. Ja. Also wirklich. Also der kann mir nichts erzählen, dass der einen großen Stresspegel hat. Ja, der chillt hart. Also gut aussehen, ein bisschen mit den Leuten rumflirten und shakern und dann kurz mal und die Nummer, also auf Deutsch halt dann die aktuelle Nummer 1 der Welt, der dreifache Darts-Weltmeister, der keine Ahnung was, bla 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 bla, Michael van Gerven, so, ne, das schreit da rein und dann halt immer den anderen Typen, der erzählt auch so ein paar Sätze vorher und das war's dann. Genau, so ein bisschen ähnlich wie beim Boxen, da gibt's ja eigentlich auch so einen Master of Ceremonies, der am Anfang die Boxer dann auch reinholt. Und dann reinruft. Und dann let's get ready to rumble. Das war ja, wie heißt der? Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ich glaube tatsächlich, dass der John McDonald das auch schon mal beim Boxen gemacht hat. Aber es gibt auch so einen Weil die sind ja teilweise flexibel einsetzbar, aber ich meine, der braucht auf jeden Fall ja Zeit. Der hat Zeit, der Mann. Der hat Zeit, ja. Der könnte was ein geiler Boxen Job, abends gleichzeitig machen. Der könnte ja kurz rüberfahren. Ja, der hat echt einen entspannten Job, muss man sagen. Also, Jetzt kommen wir aber zu jemandem, der nicht so einen entspannten Job hat und den man selber als Zuschauer auch gar nicht so sieht. Und das ist der sogenannte Stage Manager. Und der Stage Manager ist so ein bisschen der, wie kann man das vergleichen, so ein Event-Koordinator sozusagen. Also, wenn jetzt große Festivals oder sowas anstehen, gibt es ja auch immer einen, der da so ein bisschen die Führung trägt, dass alles im Zeitplan richtig abläuft. Also die rechte Hand vom Tournament Director. Ja, quasi, genau, der sozusagen dem Tournament Director untergeordnet ist, aber halt sich um alles kümmert. Und der steht ja auch, wie gesagt, mit dem Tournament Director eigentlich die ganze Zeit in ständigem Kontakt. Also er ist sozusagen der Operative, der vom Tournament Director genau. das Operative übernimmt. Und was halt auch sehr wichtig ist, und das kriegen zum Beispiel die meisten Leute ja gar nicht mit,
ist, dass der Stage Manager sich auch ein bisschen mit den Sendern abstimmen muss, die Turniere übertragen. Klar, wegen Werbepause, ne? Genau, weil der muss halt immer das Signal zum Beispiel zu den Sendern geben, dass die Werbung jetzt wieder zurückkommen muss, weil das Spiel halt weitergeht oder weil es weitergeht. Mhm. Oder halt, wenn die in die Werbung reingehen sollen. Und das macht der Stage Manager so per Handzeichen dem Caller halt deutlich, dass dann eine Partie dann auch wieder beginnen kann, dass der Stage Manager weiß, gerade okay, jetzt sind wir wieder live. So. Das Ende ist ja klar, da wirft jemand einen Leck und dann ist das Ding beschlossen. Ja. Das ist ja, glaube ich, nicht so das Problem. Da weiß jeder, okay, jetzt ist Pause. Genau. Aber dann sozusagen, jetzt geht's wieder los. Dann zählt er wahrscheinlich 3, 2, 1 runter oder sowas. Genau. Aber es klappt mit Sport 1 nicht so gut, das kann ich sagen. Also da hat der Stage Manager eine scheiß Kommunikation, weil die kommen immer zu spät rein. Da steht dann schon irgendwie, da haben schon der erste schon mindestens mal seine 3 Aufnahmen und das wäre schon wieder der zweite Spieler auch schon seine ersten, ersten 3 Pfeile geworfen, meine ich, seine erste Aufnahme. Da ist der Stage Manager auf jeden Fall, kriegt eine 4-. Aber deswegen machen wir auch ab sofort, haben wir eine Kooperation mit The Zone. Und deswegen empfehlen wir euch, holt euch den Gratis-Monat bei The Zone. Und dann auch die Folgemonate, wo ihr ein bisschen Geld ausgeben müsst, aber ihr kriegt ganz viel dafür zurück. Ihr kriegt alle Major-Events jetzt auch vor allem. Genau. Also der Sohn überträgt das alles sozusagen, überträgt auch mehr als Sport 1 mittlerweile im Darts-Bereich. Genau. Hat sich den Kultkommentator Elmar Polke geschnappt jetzt, der wird auch die WM für den Sohn kommentieren. Ja. Sind immer geile Experten dabei, Schindler, Hopp, Marjanovic, also viele aktuelle Darts-Spieler und deutsche Darts-Größen, die bei den Turnieren mal nicht vertreten sind. Kommentieren da als Co-Kommentatoren, ist echt geil. Gut gemacht. Genau, und ich werde euch den Link einfach mal in die Shownotes hier unter dem Podcast reinhauen. Die Shownotes. Das ist ja fast so wie ein Stage-Manager. Digga, ey, ich bin doch Digital Native, weißt du doch. Auf jeden Fall werde ich die da reinhauen, dann könnt ihr es finden. Beschreibung, für alle anderen, die es... Ja, die Shownotes. Kommen wir weiter, kommen wir jetzt zum nächsten Slang, nämlich dem Spotter. Oh Gott, das ist halt wirklich so ein Spotter. Da kann man sich viel vorstellen. Was macht denn der Spotter, Lukas? Also spotten, Lukas, wenn ich mich mal auf die Lauer lege und ein bisschen spotte, das mache ich meistens im Clubs abends, wenn ich an der Theke stehe, mit einem Gin Tonic in der Hand und ein bisschen spotte oder ein bisschen scoute, nenne ich das auch. Aber ich meine, ist ja dann ähnlich. Spotten heißt dann so, ja, du schaust eigentlich nach was Ausschau so ein bisschen. Ja, ne? Ja. So, jeder schaut natürlich nach was anderen Ausschau und er schaut er schaut aus nach den finnischen Wege der Spieler, sage ich mal auf gut Deutsch. Also was er eigentlich macht, ist dann, wenn Darts-Events im Fernsehen übertragen werden, natürlich nur, dann guckt er sozusagen immer, oder sagt er der Regie eigentlich, wo die Kamera drauf zoomen soll. Also zum Beispiel, okay, der geht jetzt runter auf die Triple 19, der bleibt oben auf der Triple 20, der geht auf die Triple 18. Genau. Gerade bei dem finnischen Weg ist es sehr, sehr wichtig. Und der leitet dann sozusagen so ein bisschen die Regie oder beziehungsweise er gibt der er arbeitet für die Regie, für die TV-Regie und gibt halt innerhalb von Sekunden schnelle Tipps ab oder Informationen ab, welches Feld der Spieler wohl als nächstes anvisieren wird. Und gerade im Finish-Bereich ist das halt sehr wichtig, da ist die Rolle des Spotters mega relevant, weil stell dir mal vor, die zoomt da irgendwie aufs Doppel-Elf ran und der wirft irgendwo auf die ganz andere Seite. Das passiert eigentlich selten, weil er seinen Job ganz gut macht. Ja. Manchmal merkt man es, wenn Michael van Gerwen einen Finish macht, kommt die Kamera nicht hinterher, weil so schnell kann der gar nicht der Regie sagen, wo sie lang muss, weil Michael van Gerwen wirft schneller, als manche Menschen reden können. Mhm. Genau. Ist so. So ist es. Und genau, deswegen... Also aber sonst seine Rolle, gut. Seine Rolle ist da halt sehr wichtig und einer, der es halt öfters macht, ist der Keith Deller. Keith. T-H. Deutsch also ein Glück lispeln wir nicht alle. Keith. Alle? Also, ja, keiner. Ja. Ja, und der Keith Deller, was macht er so den ganzen Tag? Ja, nee, der ist Spotter. Ja, sag ich, also der ist Spotter, sonst der nichts. Der ist Spotter auch bei der PDC. Weiß ich jetzt gar nicht. Weiß ich nicht, ob der das nur als Hauptberuf durch... Aber was ich dazu sagen kann ist, er ist ja ehemaliger Darts-Profi, hast du glaube ich schon gesagt. Mhm. Und deswegen hat er natürlich auch so ein bisschen Plan, wie es läuft, weil wenn die mich da hinsetzen würden, bis mein Kopfrechner da anspringt, dann ist der Michael van Gerwen schon beim Leck-Satzgewinn, da ist der Michael van Gerwen schon dreimal gefinisht, deswegen müssen es eigentlich auch ehemalige Dartspieler oder sehr gute Dartspieler machen, weil sonst keiner hat das Gefühl sonst für diese finnischen Wege. Ja. Max Hopp hat im Interview gesagt, dass er auch oft gefragt wird vor den Events dann, kurz bevor es losgeht, was denn bei zum Beispiel 64, also bei so bestimmten Zahlen, 64 Stress zum Beispiel, was wäre sein Finishweg bei 128, keine Ahnung. Also die fragen ihn vorher, was denn sein, man muss ja angeben, was denn sein präferierter Finishweg ist.
Damit ich schon mal, ich meine, der hat auch Spickzettel, da ist wie beim Fußball, ein Kommentator beim Fußball, so ähnlich sehe ich das so ein bisschen, beim Kommentator beim Fußball, ich meine, der weiß irgendwann, dass der einen dritten Halbbruder hat, der irgendwie, keine Ahnung, in der dritten asiatischen Liga spielt und was weiß ich macht und dass der andere eine Frau hat, die Fitnesstrainerin ist und irgendwie seit gestern eine Model-Linie auf dem Markt hat und keine Ahnung, die wissen über jeden Fußballspieler wirklich so interessante Fakten und das wissen die auch nicht alle so im Kopf, sind alle Spickzettel, die da rumliegen. Ja, natürlich. Also bei so einem Fußballkommentator ist das wirklich, oder bei generell auch beim Darts-Kommentator ist es dann auch selber, die haben da ja wirklich Dina 1 Blätter vor sich liegen, wirklich mit Sachen das, und richtig klein geschrieben alles. Und er hat sich auch, macht sich wahrscheinlich auch seine Notizen. Genau. Und, weil er weiß, wo es auch hingeht, so ein bisschen. Genau, was ich da jetzt noch sagen wollte, beziehungsweise ich weiß nicht, ob du es vorhin schon gesagt hast, ist nämlich, dass der Keith Deller zum Beispiel, der kennt halt auch die ganzen Dartspieler und der weiß halt, wie gesagt, beim Gary Anderson, gut, das weiß selbst ich, wenn der 80 Rest stehen hat, dann spielt der Tops meistens. Oft, ja, genau. Das sind halt, aber der kennt es halt für jeden Spieler, kennt er da so ein paar verschiedene Checkout-Wege, die kann er ja teilweise auch auswendig. Bei Unbekannten, dann schwätzt er wahrscheinlich kurz vor der TV-Übertragung mit denen, geht raus, fragt die. Der hat wahrscheinlich auch, wenn er es auch oft macht, hat er ja auch, was heißt Lexikon, aber der hat das schon alles, der hat da eine Liste, sag ich mal, der hat das, also, der weiß schon, wer wohin wirft. Wobei, ich würde ganz ehrlich, als Dartspieler würde ich die verarschen. Da würde ich immer sagen, jo, ich gehe den und den Doppel Weg 12 und werfe dann komplett woanders hin. So einfach nur, um die Leute abzufacken. Aber gut. Ja, das merkst du ja manchmal. Dann wird manchmal, schwenken die auch relativ hastig auf einmal um, ne? Ja. Da kriegen sie dann ein bisschen Paras. Ja gut, manchmal denken sie auch gar nicht drüber nach. Aber das ist ein stressiger Job, Alter. Ey, das ist der Kies, genau. Alter. Da lacht sich der John McDonald richtig ins Fäustchen. In der Zeit sitzt er schon mit 3 Weizen-Intos da und sagt so, ich gehe gleich wieder auf die Bühne und schrei Leute an. Und der muss dann nebenbei schweißtreibend, Alter, hier nach rechts und links sagen, hoch, runter, rechts, links, Mitte, runter, hoch, runter, links, rechts, hoch. Alter, ey, völlig fertig. Ja. Genau, so, dann gehen wir aber jetzt mal zum nächsten sehr, sehr wichtigen, sehr wichtigen Schlüsselposition beim Darts, und zwar die sogenannten Schreiber oder wie man im Englischen sagt, die Scoring Officials. Und wie der Name schon sagt, die schreiben quasi immer die Punktestände auf die Schreibtafeln. Die Restpunktstände. Einerseits die geworfenen Punkte und dann die Restpunktstände auf dem Board. Dazu haben wir euch auch schon mal einen Blogartikel geschrieben, wo wir euch das erklärt haben, wie man genau schreibt und rechnet. Und die hören quasi auf das Board halt vom Darts-Caller, müssen klar auch noch rechnen. Klar, den Restpunkt aber der Caller sagt, die gucken ja gar nicht aufs Darts-Board, die stehen ja meistens, und die stehen ja auch seitlich davon, und ich weiß, wenn man seit, guck mal jetzt zum Beispiel aufs Dartboard gerade, ey, der weiß nicht, ob der Pfeil in der 20 oder 1 steht, das ist manchmal relativ schwierig. Und die stehen ja direkt an der Wand dran. So. Genau, das sieht man halt, die hören halt wirklich auf den Caller sozusagen, das heißt, da muss auch ein gutes Verhältnis bestehen und ein reibungsloser Ablauf. Und dann rechnen die sofort, okay, 501 minus 80 sind wir bei 421 und dann die nächste Zahl, also rechnen sozusagen einfach nur runter. Ja, genau. Also ist letztendlich auch, glaube ich, ein stressiger Job, weil du immer hochkonzentriert sein musst, weil... Darf keinen Fehler machen. Genau, weil der Caller, der spickt wahrscheinlich auch manchmal, der guckt dann drauf und sagt zum Beispiel, wenn jetzt you require 170 points oder sowas, dass du halt... Weil der Caller sagt ja auch manchmal, wie viel der Restpunktestand da noch ist. Wenn die Fragen. Genau. Spiele. Aber was zum Beispiel wichtig oder was interessant ist, dass diese Schreibtafel bei den PDC-Dart-Events immer gleich aussieht. Das ist immer diese weiße Tafel mit rechts und links oben so ein PDC-Logo und dann so einen schwarzen Linien. Das sind immer dieselben Tafeln. Genau. Die sind auch relativ einfach gehalten. Ja. Und auch die Schreibweise ist bei den Turnieren genormt. Das ist auch nochmal wichtig. Also, damit jeder sozusagen Spieler, egal aus welchem Land er kommt, theoretisch, aber es ist egal aus welchem, wann er schon mal Darts gespielt hat, wo er Darts spielt, dass da keine Missverständnisse aufkommen und jeder dieses einheitliche Scoring, die Schreibweise meine ich, lesen kann und seine Scores sozusagen dann lesen kann. Und was wichtig noch ist, auf der großen Bühne hält jeder Spieler seinen eigenen Schreiber, während bei kleineren Turnieren das natürlich nicht der Fall ist. Da gibt es immer nur einen Schreiber, der für beide spielt. Ja. Aber bei den großen Turnieren hat jeder seinen eigenen Schreiber, das heißt, er hat seine eigene Tafel auch und er kann es relativ easy sofort sehen, sein Punktestand immer. Ja. Jetzt sofort, der hat ihn ja immer präsent. Ja, präsent, Da sind ja auch wenige Zahlen da drauf. Ja. Also meistens zwischen irgendwie 5, 6, 7 Zahlen. Ja. Bei den Amateurturnieren sieht es dann ein bisschen voll anders aus. Da muss das Ding umgedreht werden, wenn geschrieben wird. Genau. Aber Amateurturnieren, wo du es gerade sagst, du warst ja selbst nur auf einem.
da ist es ja so, da also, habe ich richtig verkackt als Schreiber. Ich wollte gerade sagen, als Verlierer warst du bei allem. Also der Verlierer einer Partie muss oft diese Rolle des Schreibers dann in der nachfolgenden Begegnung übernehmen. Genau, ich bin sozusagen, habe die ersten zwei Partien gespielt, bin rausgeflogen, habe, glaube ich, beide Games mit 0-3 verloren. Das war schon echt eine harte Kopfnuss. Passiert und jedem. Dann durfte ich als Schreiber ran und da das war noch härter. Genau, da könnt ihr euch mal irgendein, ich weiß gar nicht, welche Podcast-Episode das war. Ich hab's im Video mal gesagt. Aber die Anekdote habe ich schon mal erzählt, dass ich da dann von so einer Spielerin angekackt wurde, weil ich immer die ganze Zeit nach hinten geguckt habe. Und die Dartspieler wollen ja natürlich nicht irritiert werden, weil der Caller nicht und Schreiber nicht stillsitzen stehen kann. Du hast ja eh so ein paar Probleme mit dem Stillsitzen, Stillstehen. Hey Leute, ich bin halt auch kein Schreiber. Bist halt einfach ein Hypo. Dafür bin ich nicht berufen. Nee, bist du wirklich. Das war nicht mein Job. Ich bin der Tournament. Du bist der Stage-Manager. Nein, ich bin der Master of Ceremonies. Nein, du bist ein richtiger Stage-Manager, weil der Master of Ceremonies, der hat da viel zu wenig Aufgaben für dich. Da bist du auch unterfordert. Du bist auch so ein Stage-Manager. Du rennst von A nach B und machst mal überall deine Nase drin. Mal Bier, mal über wo, keine Ahnung. Ja. Mal im VIP-Bereich, mal bei den Walk-On-Girls. So. Ja. Das ist doch dein Ding. Ja. Na, wie man es will. Aber ich wäre guter Kommentator. Was? Genau, über die Walk-On-Girls reden wir jetzt nicht. Ach so, übrigens. Genau, die gibt es ja nicht mehr. Aber bei der Darts-Show in Berlin, die ja am 11. Januar 2020 stattfindet im Hofbräu, wo ich vorhin so schön Werbung gemacht habe, da kommen auch zwei Walk-On-Girls. Und jetzt, warte mal, welche waren das? Das war einmal eine Niederländerin. Ich glaube, eine Blonde und eine Brünette, oder? Nee, es waren zwei Blonde. Ach ja. Die eine Blonde, die man auch aus diesem Kalender kennt. Die mit der Brünetten da immer ist zusammen. Ist ja auch egal, Jungs. Die Leute, sagt den Namen, sagt euch eh nichts. Also, mir sagen die auch nichts. Aber was ich nur sagen wollte, ist, die sind ja jetzt gar keine offiziellen Mitglieder mehr bei PSC, deswegen sind sie ja nicht hier drin. Genau, deswegen. Aber ich wollte nur nochmal sagen, die könnt ihr theoretisch die Ex-Walk-On-Girls könnt ihr dort anfassen, nein, Spaß. Könnt ihr auch wie im Streichel so. Ja, könnt ihr streichen, einmal über die Doppel-D-Brüste und einmal über die Haare. Und dann wieder weitergehen. Nee, Spaß beiseite, wir wollen nicht sexistisch rüberkommen, sind wir auch nicht. Aber was ich noch sagen wollte, ist, was ist der Unterschied zwischen einer Darts-Show und einer Darts-Exhibition? Ich glaube, das ist nur ein Eigenname. Ein Eigenname, bestimmt. Einfach aber es ist eigentlich eine Exhibition. Ist eigentlich eine Exhibition. Aber ich finde Show eigentlich besser. Also ich finde Exhibition auch viel zu... Aber Exhibition ist schon Exhibition ein bisschen special. Das hört sich eher so an, als wären da Dartpfeile ausgestellt und der Dartspieler. So, nee, ich finde bei einer Exhibition... Weil es ist ja schon eine Show. So. Es ist ja keine Ausstellung so per se. Weil Exhibition heißt auf Deutsch Ausstellung. Ja, das war die falsche Übersetzung. Ja, ja. Ja, deswegen gleich. Deswegen passt es eigentlich besser, wenn mit Darts Show. Sagt man bei Exhibition, ne, weil... Mhm. Aber zum Beispiel eben, das habe ich letztens auch gelesen, da geht es auch um irgendwelche Exhibitions. Das weiß ich jetzt. Ach, beim Tennis zum Beispiel ist auch oft, dann sagen die auch manche Turniere, dass das eher Exhibitions-Turniere sind, sozusagen. Ja. Ja, gut, wie auch immer. Ist jetzt eigentlich dasselbe, Jetzt kommen wir noch im letzten Schluss. Jetzt kommen wir zum Schluss nochmal zu anderen Akteuren, die theoretisch in der Zukunft vielleicht auftreten könnten. Beziehungsweise generell erstmal alle Akteure, die wir jetzt eben halt genannt haben, die sorgen halt letztendlich dafür, dass das Event reibungslos abläuft. Ja, deswegen jetzt einfach nochmal einen großen Respekt an die Jungs da draußen. Ohne die würden die Dart-Events nicht so ablaufen, wie sie ablaufen. Und jetzt aber nochmal eine Sache, nämlich genau Anregungen für die Zukunft, was da so theoretisch in der Zukunft auf uns zukommen könnte. Also was ich geil finden würde, wäre zum Beispiel ein separater Schiedsrichter neben den Darts Caller, dass der Darts Caller wirklich nur rumbrüllt und das zwar auch unparteiisch bleibt, aber halt da einfach da hinten stehen bleibt und ein bisschen krüllt und rechnet natürlich auch, aber dass es dann halt noch einen Schiedsrichter gibt, der irgendwie so ganz lässig, so an der Wand gelehnt, so in der Ecke steht, so ganz schwarz angezogen auch, so mit so zwei weißen Streifen rechts und links auf dem Oberarm. Ja. Und dann steht er da mit einer Trillerpfeife in der Hand, nee, die braucht er jetzt nicht, aber dann steht er da irgendwo so wirklich an der Seite, den man noch gar nicht so krass entfernt. Man sieht ihn schon so ein bisschen, er soll schon präsent sein, aber an der Seite eher. Und wo die Dartspieler ein bisschen Angst vor auch haben. Mhm. Und der halt auch wirklich hart durchgreift, zum Beispiel bei dem Grand Slam of Darts, da es dann zwischen Gary Anderson und Gavin Price die kleine Rangelei da gab, vor allem mehrmals im Laufe des Dings, hat dann der Darts Caller auch ein bisschen was gemacht, ist auch ein bisschen dazwischen gegangen natürlich, aber vielleicht sollte man dann nochmal separaten Schiedsrichter machen, der auch dann im Nachgang,
auch die Strafen bestimmt, weil da hat die PSC auch Probleme, meine Meinung. Die haben die Strafen relativ willkürlich, vor allem gegen Gervin Price gemacht, viel zu hoch. Ja. Dann hat ein Adrian Lewis auch rumgepöbelt, musste eine viel, viel niedrigere Strafe. Also, da gibt es gar kein einheitliches System, Ja. dass der sich dann auch für so eine Art Strafenkatalog wie in jeder Kreisfußballmannschaft oder Kreisliga-Darts-Mannschaft gibt es wahrscheinlich auch Strafenkatalog, wer zu spät kommt und was weiß ich, Ja. dass der wirklich so komplett dieses Schiedsgericht auch nicht nur während den Spielen, sondern auch im Background von der PDC das ein bisschen angeht. Vielleicht auch einfach mal Geldstrafen dann, die bei PDC of Medals abgezogen werden, so ein bisschen. Das finde ich ganz gut. Und auch eine gelbe Karte zum Beispiel. Ja, na, das, So eine Verwarnung ja, und ich war dann eine rote gelbe. Karte. Das Wenn der finde Gervin, das wäre ich so ein bisschen. witzig, Es wäre auch wenn aber der es wäre ein Gervin bisschen Price lachhaft. so eine rote Karte Ja. gezeigt bekommt. Nee, finde ich schon gut, sowas mit Verwarnung. Ja. Vielleicht nicht eine gelbe oder rote Karte, weil es einfach nur Kopieren vom Fußball ist, das passt nicht ganz so. Ja. Aber vielleicht irgendwas anderes. Es wäre halt geil, wenn er einfach 100 Punkte draufgerechnet bekommt, wieder oder sowas. Das fände ich schon wieder ganz geil. Ja. Für jedes Mal, wenn du irgendwie, weiß nicht, so Sachen halt, Ja, diese oder dass er dann Neck einfach. Punkte ab, Neck. Preisgeldabzug in der Order of Das Merit meine ich zum ja auch. Das Beispiel. kannst du Ja. für schlimmer vergehen. Ich meine, so für keine Verwarnung im Spiel. Ja. So wie so eine 5-Minuten-Strafe irgendwie mal Eishockey oder so, 2-Minuten-Strafe. Zu so sagen, okay, wenn du jetzt zu viel hier Scheiße gebaut hast, irgendwie musst du das nächste Mal bei 6-1 starten, das nächste Leck. Genau. Das wird auch wieder, naja, schon wieder ein bisschen Spinnerei. Fände ich Ja. auch schon wieder witzig Ja. irgendwo. Aber mal gucken, was die sich überlegen. Es ist jetzt viele, viele Gedanken hier in meinem Kopf zusammen. Ja. Aber mal gucken, wie es mit so einem extra Schiedsrichter auf der Bühne, Ja. ob das passiert. Genau. Ja. Ja, und dann halt eine zukünftige Rolle ab 2021, Lukas Haas als Komplett, ja. Experte bei Experte. The Zone, Alter, das wäre so bei geil. jedem PDC Major Nicht Turnier. bei jedem Nee, nicht bei Finale. Nur jedem. Finale. Nur Finale, nur Nur Finale. Finale. Das ist so anstrengend. Ich kacke Ja, jetzt ja schon wieder ab. also Leute, Vielleicht bewirbt sich, let's fragt make mich ja mal Lukas jemand. great again. Ihr könnt voten. Nein, Quatsch. Ich erzähle euch auch ganz viele Geschichten Aber ihr über könnt uns ja mal Spotter aus vorschlagen, der das wäre eigentlich Bar. schön, doch. Man könnte uns doch eigentlich mal vorschlagen, einfach so als Dummschwätzer Von dem Herrn. und Experten, die da einfach mal mit bei The Zone sitzen und mal mit kommentieren. Ich meine, ich glaube nicht, dass wir das viel schlechter machen als der Marjanovic oder René Nee, wir werden Adams. uns ja auch ein bisschen vorbereiten. Natürlich auch, also Insider-Facts und so Ja, weiter, die man schon eben, da rausholen, weil eben. ich weiß jetzt nicht genau, wie alt die Mutter vom, keine Ahnung, Jelle Klaassen ist und was die für einen Beruf hat. So, Ja. das wissen die wahrscheinlich, weil es da auf dem scheiß Monitor steht. Ja. So, die wissen nämlich auch nicht alles Ja. vorher. Also, nur mal dazu, die bereiten sich alle auch ein bisschen Ja. dann nochmal explizit auf so kleine Side-Facts vor. Und außerdem haben wir auch deutlich mehr mediale Reichweite als die zwei zusammen. Ja, Das wollte ich noch sagen. das fanden sie ganz wichtig, liegt Aber mir jetzt am gut. Herzen. Also Leute, gebt uns ein Like für diesen Podcast. Das könnt ihr tun auf iTunes mit einer 5-Sterne-Bewertung. Empfehlt uns gerne weiter an eure Freunde in eurem Darts-Verein, An wo der auch immer ihr Zone. diesen Podcast auch hört. Wir freuen uns in jedem Fall auf eure Unterstützung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Lukas. Und Ja, wir wünschen euch ich gute rede Darts jetzt da einfach nicht, wenn du draußen. es so nennst, gibt es keine Antwort mehr. Okay, mach's gut. Ciao, ciao.